Servus. Also ich bin damals in der U10 war das, bin ich von meinem Heimatverein eben nach Salzburg gekommen, zu RB Salzburg. Hab dann dort 6 Jahre Fußball gespielt, war von den 6 Jahren 3 im Internat und bin dann eben zur U17 nach Aching gewechselt. Grund war einfach, dass hier in Deutschland für mich ja, mit der Schule einfach besser war, dass ich mein Abitur einfach gut abschließen konnte. Und ja, Aching einfach in der U17 Bundesliga eben gespielt hat und das einfach ja auch sportlich schon ein Reiz war, ein neuer Reiz. Also in Haching ist es so, dass das Umfeld einfach viel familiärer ist, dass man eben persönlich auch kennt von Mitarbeitern, Geschäftsstelle, alles Mögliche und dass auch ja, der Präsident einfach mit den jungen Spielern, sage ich jetzt mal, einfach vertrauter ist und eben auch immer persönliche Gedanken mit den eigenen Spielern hat. Meine Jugendzeit bei Haching, die war eigentlich wirklich sehr erfolgreich, würde ich sagen. In der U17 waren wir sehr, sehr gut. Wir hatten eine richtig gute Mannschaft mit vielen individuellen, auch guten Spielern und sind dann auch eine richtig gute Einheit geworden. Waren nach der Hinrunde auch in der U17 Bundesliga Fünfter. Ich denke, dass das für, ich sage jetzt mal, Haching-Verhältnisse in der Jugendbundesliga wirklich sehr, sehr gut ist. Die 2 Jahre in der U19 waren dann vor allem für mich auch persönlich auch sehr wichtig. Ich hatte im ersten Jahr U19 in der Hinrunde meine erste schwerere Verletzung, oder die halt länger dauerte oder länger ging. Und das war in dem Sinne positiv, weil ich einfach die Erfahrung auch damit gemacht habe, wie es so ist, wenn man längere Zeit raus ist und wie man sich wieder oder wie man noch stärker zurückkommen kann. Das sehe ich jetzt im Nachhinein schon eher positiv. Und im zweiten Jahr, 2019, war es dann eben auch so, dass ich eben auch unter Robert Lechler dann Kapitän wurde. Ich habe Turci ja 2 Jahre in der U19 dann schon gehabt und Turci hat in der Jugend auch schon Verantwortung übernommen und ist da schon vorn wegmarschiert und dann war es auch klar, dass er im zweiten Jahr dann Kapitän wird. Da hat der Janis einen unbändigen Willen. Er versucht, sich jeden Tag weiterzuentwickeln. Das hat er in der U19 schon gemacht. Dann den Sprung zu den Profis geschafft und versucht, in jedem Training immer alles rauszuhauen, sich fußballerisch zu verbessern und ist jetzt dadurch eben auch belohnt worden dann mit den ersten Einsätzen in der dritten Liga. Mein Profidebüt, das war gegen Magdeburg damals, wurde mir einen Tag vom Spiel wurde mir gesagt, dass ich die Möglichkeit bekomme, eben auch von Anfang an gleich zu spielen gegen Magdeburg. Ja, war natürlich anfangs schon aufgeregt und vielleicht nervös sogar, was aber auch normal ist, denke ich. Aber das war dann, sobald der Schiri angepfiffen hat, war es dann, war die Nervosität weg und konnte mich dann aufs Spiel vorbereiten und aufs Spiel konzentrieren. Ja, ich glaube, man sieht, dass nicht immer Größe dann ausschlaggebend ist. Turci hat sehr gutes Zweikampfverhalten, gibt keinen Ball verloren, haut sich da immer komplett rein. Und selbst wenn man denkt, oh, das wird jetzt halt eng, ist er dann nochmal da. Und da ist dann egal, ob man 1,65 Meter groß bist oder 2 Meter. Und das hat er schon immer gehabt. Und auch da kann er sich nur verbessern, aber es macht er sehr, sehr gut. Ja, Fußballprofi zu sein ist natürlich ein Kindheitstraum von mir gewesen oder ist es einfach. Und ich bin unglaublich dankbar und auch stolz, dass ich dieses Privileg als Fußballer ausleben darf. Und ja, leider ist es momentan natürlich eine bisschen schwierige Situation, aber ich würde gerne mal erleben, wie es ist, wenn die Südkurve hier in Haching mal voll ist. Und ich habe es in der U19 schon mal beim Derby gegen die Löwen erlebt, wie es ist, wenn ein paar Zuschauer hier sind. Und ich freue mich einfach, bin sehr gespannt, wie es ist. Ich freue mich auf die Fans wieder hier im Sportpark zu sehen. Ich weiß,
dass es momentan nicht einfach ist. Ich verstehe auch die Fans und dass es für die Fans nicht einfach ist. Aber ich will einfach nur, dass die Fans wissen, dass wir wirklich als Mannschaft, ich persönlich, das Trainerteam, alle Betreuer rund um den Verein wirklich alles geben, damit der Verein in der dritten Liga bleibt. Und wir werden bis zur letzten Sekunde kämpfen, auch wenn am Ende keiner mehr steht. Wir werden alles geben, damit der Verein in der dritten Liga bleibt. Ich würde sagen, dass ich eher so der Kämpfertyp bin. Ja, über einen Kampf kommt, über einen Wille, über die Zweikämpfe. Und ich einfach in jedem Spiel, in jedem Training einfach 120% geben will. Also mir ist es egal, ob ich zuerst mit dem linken Fuß in den linken Schuh reingehe oder zuerst der rechte Schuh drankomme, das ist mir egal. Ich will mich einfach vorm Spiel konzentrieren und will einfach dann auf dem Platz 120% geben können, alles reinwerfen können. Ja, und einfach der Mannschaft so gut es geht, einfach helfen zu können. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Ja, das Spiel gegen Halle war ein durchaus enges Spiel. Wir hatten letztendlich dann das Spielglück auf unserer Seite und haben dann, denke ich, am Ende auch verdient gewonnen. Wir müssen jetzt einfach den Schwung aus dem Spiel mitnehmen und jetzt einfach eine Serie starten, damit wir dann am Ende der Saison auch über den Strich stehen. Ich war schon sehr zufrieden mit meiner eigenen Leistung. Ich denke, ich habe gezeigt, was ich kann. Aber natürlich gibt es auch Verbesserungspotenzial und daran werde ich auch in der Zukunft hart an mir arbeiten. Ja, Kicker-Elf des Tages freut mich natürlich sehr. Macht mich natürlich auch glücklich und stolz. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft Erfolg haben und das ist alles, was zählt. Ich glaube, die Entwicklung, die der Tutsch jetzt genommen hat in den letzten Jahren, ist sehr, sehr positiv. Und auf genau dem Weg muss er weitergehen. Er hat jetzt schon gesehen, dass er sich mit Einsätzen in der dritten Liga dadurch belohnen kann. Potenzial ist noch sehr, sehr, sehr viel da und ich glaube, dass der Deutsche den Willen hat, da hinzukommen und dann wird er mit Sicherheit noch viele Spiele machen.